finde ich auch mal schön, ne? So eine andere Straßenform. So, das sieht gut aus. Und hier noch so ein bisschen. So, und jetzt kommt da natürlich ganz viel Dings rein. Das müssen wir erstmal schauen. Oh ja, da habe ich mir schon gedacht. Da lasse ich jetzt hier am Rand lang laufen. Und dann, warte mal, und dann den vielleicht noch gerade. Nee, das ist für Verschwendung. Vielleicht hier so hin. Nee, von hier so einmal rüber. Von hier so einmal rüber. So. Einmal hier hin. Und dann von da einmal runter, ne? Boah, sieht da bescheuert aus. Und dann verbinden wir das Ganze noch. Verbinden wir noch. Zack, so, jetzt habe ich richtig Knete ausgegeben. Also. Und jetzt gehen wir einfach mal hier so rüber und bürsten das ganze Ding neu an, ne? So, prima. So. Wunderbar. Zack. Und das nicht. Das lassen wir mal weg. Nur weiß man nämlich nicht. So, und schon wird gebaut. Habe ich eigentlich schon Warmwasser? Wir sind ja im Jahre 20.000 angekommen. Jetzt haben wir auch warmes Wasser, ne? Ich weiß es gar nicht. Oh, das geht auch schon. Kombinierte Heizungsrohre, alter Schwede. Oh Mann, dann können wir das auch schon machen. Kesselstation. Das kostet aber richtig Kohle. Ja, ich kann die Rohre ja noch gar nicht bauen, ne? Das kommt demnächst auch, ne? Dann brauchen die ihre. Warmes Wasser. So, wie sieht es mit dem Wasser denn aus? Oh, Verfügbarkeit Wasser ist schlecht. Ach du Heilige. Ja, dann müssen wir vielleicht doch mal was anderes versuchen. Und zwar, gucken wir mal, was haben wir denn da? Inlandwasseraufbereitungsanlage, Weitenwasserdienstleistung auf Städte aus, die weit entfernt von offenen Wasserquellen gebaut werden. Ach so. Ja gut, man kann auch einfach Wasser entnehmen. Was gibt es denn hier noch Schönes? Oh ja, Ökowasseraustritt. Unterhalt, die grüne Alternative, der Ökowasseraustritt ist zwar kostenaufwendig, reinigt jedoch das austretende Wasser, sodass die Verschmutzung reduziert wird. Ja. Inlands, Öko, Inland und so weiter. Oh, was haben wir denn da noch? Vorratstank. Frischwasser, Dingsbums. Okay, und da haben wir noch irgendwie so ein Hightech Water Treatment Dingsbums. Das ist auch nicht schlecht, aber ich glaube, ich nehme einfach mal hier so ein Pümpchen und setze die mal hier hin. Und verbinde die mit unserem System. So. Jetzt haben wir nämlich hier auch so Strom braucht. Ah, nee, Strom habe ich ja da auch, ne? Genau. Verfügbarer Strom. Da geht es schon wieder los, ne? Brauchen wir gleich wieder neu. Schön. Machen wir gleich wieder neue. Ja. Am besten hier. Oh Mann. So, das müsste jetzt aber eigentlich reichen mit Strom, ne? Wie sieht es mit dem Wasser aus? Ist der verbunden? Arbeitet der schon? Läuft, ja. Läuft. Wie viel haben wir denn? Ja, sieht gut aus, ne? Wassertankverbrauch. Wassertanks können wir auch bauen. Finde ich gut, ne? Strom wird irgendwann ein Problem werden, ne? Wir haben ja Ökostrom. Ich möchte wenig auf, fossile Brennstoffe haben, sondern viele andere. So, und jetzt haben wir hier eine wunderschöne Siedlung. Ne? Da kann man schön wohnen, mit schönen Straßenzügen hier, richtig schön. Das gefällt mir doch. So, Wege und Parks. Ich glaube, da konnte man auch so, Naturschutzgebiet, da konnte man auch so Bäume einfach pflanzen oder bauen. Da muss man eben gucken. War das nicht auch hier? Ach du heilige Stadtpark. So, was ich noch alles machen kann, ne? Oh Gott, das wird lustig, ne? Requisiten. Pavillon. Ein klassischer Pavillon. Parkbank. Guck mal hier, kann man so eine Parkbank an den Strand machen, ne? Hier so hin. Kann ich hier drehen. So eine Parkbank. Süß, ne? Hier so hin. Zack. Natürlich Quatsch, ne? Ich wollte das eigentlich anders machen. Aber das ist egal. Machen wir jetzt später. Hier sind voll die Einkaufsdinger, Einkaufsstraßen. So, hier könnte man eigentlich noch, hier ist ein wunderbarer Bereich, ne, hier drin könnte man so ein fette Hochhäuser bauen. Man kann aber auch einfach sagen, okay, wir bauen die hier hin, ne? Jetzt gucke ich mal. Können sagen, okay.
den, bauen wir jetzt mal so. Ne? Dann verschwinden diese Häuser. Die werden dann enteignet, die Leute. Ne? Und dann wohnen da auf einmal die in einem Hochhäuschen. Warum haben wir denn hier kein Wohnen? Was ist denn hier los? Was ist denn hier passiert? Verlassen in gering besiedelten Gewerbegebiet. Na gut, dann musst du jetzt leider gehen. Kabums. Okay, Straße sieht schon, sieht schon mehr nach Action aus. Hier, der Kreisverkehr ist auch ganz schön. Industrie, wunderschön. Wie viel haben wir denn hier? 4 Leichenwagen. Ein paar Leute sind gestorben, leider. Guck mal, hier wohnen jetzt auch. Oh, hier ist richtig Action, cool. Ne, voll cool. Bürogebäude, ne? Hightech-Industrie. Ja, Bürogebäude. Super. Gefällt mir voll gut. Polizei. Tatütatü. Oh, hier auch viele Passagiere. Die müssen ja mit ihrem Bus irgendwo hinkommen. Ja, und irgendwann müssen wir auch eine Bahnstation bauen, ne? Ja, auf jeden Fall. Jetzt sind natürlich viele Leute weggezogen, ne? Weil ich da alles weggeballert habe. War vielleicht nicht so schlau. Aber die kommen auch wieder, ne? Gewerbe. Wir brauchen ein Gewerbegebiet. Wo habe ich das denn gebaut? Lass mal gucken. Hier nicht, aber hier könnte man sowas machen. So, erstmal sowas. Und wollen wir denn noch Gewerbegebiet? Da, oh ja, da haben wir ein großes. Hier noch hin vielleicht. Okay, und was haben wir denn hier für kleine Häuschen? Finde ich auch cool. Die Residenz, ne? Okay. Sehr cool. Oh, hier Hochhaus. Guck mal. Hier am Kreisverkehr. Und da stehen die jetzt alle, ne? Das ist natürlich Schitte, ne? Das riecht richtig kacke. Das ist richtig kacke. Und wieso ist das hier so doof? Oh, das ist doof, ne? Da habe ich Kacke gemacht. Ach, ich weiß warum. Ich habe die Pupsi-Straße angeschlossen und nicht die große, ne? Ja, Raki, das war natürlich total blöd, ne? Also das müssen wir anders machen. Wir müssen wir mal Pause machen. Muss ich mir erstmal angucken. Also erstmal müssen wir die aufwerten, ne? Müssen wir eine 6-spurige Straße draus machen. So. Und dann müssen wir die einfach hier. Uiuiui. Wie kriegt man die? Also die müssen wir erstmal wegmachen. Und dann, ich lasse die erstmal so. Und dann müssen wir die hier anschließen. Worms. Ne, so, boah. Dann sind sie alle beleidigt. Finden die alle blöd. Und hier, das ist eine Stichstraße. Lass mal einfach mal so. So, jetzt lassen wir Leute laufen, mal gucken, was passiert. Wurms. Ja, die wissen gar nicht, wo sie hinfahren sollen hier. Und jetzt wird es wahrscheinlich besser eingestellt sein. Jetzt gucken wir nochmal hier auf den Traffic-Gedöns. Ne? Kann man leider auch nicht anders machen. Da muss ich immer auf diesen Reiter gehen. Traffic. Oh ja. Transporto. Linienübersicht. Ne? Wollte ich gar nicht. Wollte Verkehr, ne? Verkehr hier. Oh ja. Ja. Durchschnittlicher Verfluss super hoch. Und hier auch. Kann man das irgendwie ändern? Ach, hier. Guck mal an. Alter Schwede. Guck mal hier, dass die. Oh, krass, ne? Was hier für ein Verkehr ist. Wahnsinn. Aber das wird sich umnudeln, ne? So, und über die Stadtautobahn fährt irgendwie auch noch keiner, aber ist nicht so schlimm. Das passen wir noch an. Da fährt noch hier so ein kleines Autochen. Ich möchte auch nicht den Verkehr zur Industrie da haben, ne? Das möchte ich nicht. Und eigentlich möchte ich den auch nicht da haben. Sagen wir mal, umwidmen hier. Das kommt weg, ne? Hier auf der Seite, da können meinetwegen Commercial hin, ne? So.
Aber keine... Oh. So machen wir das mal, ne? Da machen wir keine Industrie hin. So, super. Okay. Müllkippe ist voll, ne? Müllkippe ist voll. Müllfahrzeuge. Ja, wir werden auch nicht um die Müllverbrennung umhinkommen, quasi. Da muss ich jetzt doch mal überlegen, ob ich das vielleicht mache. Da gucken wir mal. Müllverbrennung, Recycling, Müllverbrennungsanlage, ne? Macht viel Geld, kostet viel Geld. Aber könnte man echt mal. Oh, guck mal, die ist doch gar nicht so groß, ne? Wahnsinn. Gar nicht so groß. Könnte man hier hinbauen. Oder hier. Oh, hier nicht. Da. Dahin, ne? Dann kommt man zum Kreisverkehr und der ist wohl nicht an die Autobahn angeschlossen. Oder soll man den hier, soll man das Ding hier hinsetzen? Ist eigentlich noch besser, ne? Wurms. Jetzt habe ich es gemacht. So, jetzt kann man den entleeren hier. Den kann man entleeren, ne? Den braucht man nicht mehr. Hier ist auch voll. Auch entleeren. Und mehrere Probleme. Was? Entleeren, okay. Und, aha. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier Müllverbrennungsanlage. 2 Müllfahrzeuge in Verwendung. Die anderen sind ja eh voll. Und erzeugt auch noch schön Strom. Gucken wir mal. Gucken wir uns mal an die Müllversorgung. Wo sind denn die Mülltonnen? Da. Die entleeren sich. Da ist nichts. Okay. Ach ja, da war noch was, ne? Die war ja auch voll. Oder fast voll. So, jetzt haben wir hier natürlich eine wunderbare Müllverbrennungsanlage mit 2. Ja. Haben wir denn da Strom angeschlossen? Haben wir auch, ne? Okay, und die werden jetzt entleert und entleeren sich dann dahin wahrscheinlich. Kann ich eigentlich von hier noch eine Straße darüber machen? Überlege ich gerade. Wäre vielleicht auch nicht so dumm. So. Okay, das geht nicht so gut. Jetzt gucken wir mal, ob das was bringt. Der wird entleert. Leert sich, ja. Wie viel haben wir denn hier in der Verbrennung? 2. Oh, jetzt hier Müllreserven. Jetzt geht's los. Ausgangsleistung 12 Megawatt, ne? Strom müsste auch okay sein. Oh ja. Super, jetzt können wir den, glaube ich, abschalten. Machen wir mal. Piu. Gucken wir mal. Ja, geht auch, ne? Habe ich den noch als Reserve? Brauchen wir im Moment nicht. Jetzt gucke ich mir mal hier den Verkehr an. Straßenzölle, ne? Müssen wir später noch machen. Das bringt ja auch Geld, ne? Straßenzölle, finde ich ja cool. Baukosten. Straßenzölle. Mautstelle. Mautstelle 2 Richtungen. Okay. Okay, der bringt Strom auch, ne? Okay. Cool, Atomreaktor kann man auch noch bauen, sehr schön. Und den haben wir abgeschaltet, ne? Okay.
Kreuzungen können zu Staus führen. Wo haben wir denn Kreuzungen? Geh direkt dahin. Wo ist das? Gucken wir mal bei Verkehr. Da. Oh ja. Oh ja, ja. Oh, 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 oh. Hier staut sich's, ne? Da staut sich's auch. Sonst geht's eigentlich, ne? Hier ist es schrecklich und da. Und das liegt daran, weil das direkt aneinander liegt, ne? Habe ich doof gemacht. Könnte man vielleicht noch verbessern, wenn ich jetzt sage, okay, ich, keine Ahnung, reiß das hier wieder ab. Hier ist kein Durchfluss gegeben, ne?